Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat entschieden, dass die Plakate vom Dritten Weg mit der Aufschrift „Hängt die Grünen" hängen bleiben dürfen. Allerdings mit der Einschränkung, sie müssen 100 Meter Entfernung zu anderen Wahlplakaten der Grünen haben. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mich heute gefragt, was davon zu halten ist. Und wir haben uns bemüht, im Team die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auf die Bezug genommen wird, zu durchforsten, ob man dort einen Anhaltspunkt findet. Und ja, man findet ihn. Man kann jede Entscheidung verstehen, nachvollziehen, manchmal mit etwas Schmerzen und Mühen. Hier ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Menschenwürde ist nicht abwägungsfähig zur Meinungsfreiheit. Das liegt daran, weil die Menschenwürde unantastbar ist, wie wir ja alle wissen. Sobald die Menschenwürde verletzt ist, kommt es auf die Meinungsfreiheit nicht mehr an. Das heißt, wenn man der Meinungsfreiheit Vorrang gewähren wollte, dann nur dann, wenn die Menschenwürde nicht verletzt ist. Wenn wir also überhaupt keine Verletzung oder am besten gar keine Menschen haben. Und diesen Weg ist vielleicht das Verwaltungsgericht Chemnitz gegangen. Denn wenn man nicht annimmt, dass das Plakat nicht bedeutet, knüpft grüne Politiker oder Wähler oder Anhänger auf, sondern wenn es einen Bezug geben sollte auf grüne Plakate, dann haben wir keine Menschenwürde und keine Verletzung der Menschenwürde. Und so erklärt sich vielleicht auch, dass das Gericht gesagt hat, die Entfernung der Plakate zu anderen Wahlplakaten müsse eingehalten werden von 100 Metern. Das Gericht hat also durchaus gesehen, dass dieses Plakat gefährlich sein könnte, aber eben nicht für Menschen, sondern nur für Plakate. Und interessanterweise auch nur für solche Plakate, die in einer Entfernung von 100 Metern sind. Sobald sie etwas weiter weg sind, dann ist die Gefahr von vielleicht Gewaltanwendungen nicht mehr gegeben. Ist das plausibel oder kann man das nicht ohne Zynismus rüberbringen? Ich bin nicht ganz sicher. Das ist also die bestmögliche Deutung, die ich gefunden habe. Ich frage mich, ob die Richter andere Motive hatten oder sich bedroht gefühlt hatten von einer Partei, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil sie besonders gewaltbereit ist. Aber das ist eine reine Spekulation. Was wir schon sehen, und das habe ich dem MDR auch gesagt, ist, dass es natürlich so eine gewisse Tendenz in der Justiz gibt, diese Sachen, diese Plakate, diese Sachen mit dem neumodischen Internet nicht so ernst zu nehmen als Gefährdung. Denn tatsächlich, und das hatte die Staatsanwaltschaft vorher auch schon angenommen, es ist ja die Frage, ob der Aufruf zu einem Mord überhaupt ernst gemeint ist. Denn in den allermeisten Fällen wird die Person, die das Plakat sieht, nicht gleich einen Mord begehen. In den allerseltensten Fällen. Man muss wahrscheinlich hunderte, tausende Plakate anschauen oder noch weitere Einflussnahmen auf sich ergehen lassen, bis man dann tatsächlich auf der Terrasse mit einer Pistole auf einen Regierungspräsidenten schießt. Ist deswegen Hasskriminalität nicht gefährlich oder brauchen wir ein Umdenken? Ich glaube, wir haben dieses Umdenken, aber noch nicht flächendeckend überall in der Justiz. Und das muss jetzt nicht eine Frage von Region sein, weil wir erleben das auch in Bayern immer wieder, dass es Richter gibt, die sagen, ah ja, Internet, das sind doch nur Worte, daraus werden doch keine Taten. Aber eigentlich dachte ich, dass wir seit Lübcke weiter wären, dass wir verstanden haben, dass gerade diese Atmosphäre, die wir schaffen, indem man sagt, jawohl, die gehören aufgehängt und andere Leute sagen, prima, ich applaudiere, dass das dazu führt, dass ein paar wenige tatsächlich sich so bestätigt fühlen, dass sie glauben, wenn ich jetzt einen Menschen erschieße, dann tue ich Gutes für mich, für mein Land, für meine Partei oder was auch immer. Und deswegen müssen wir jetzt den Artikel 1 des Grundgesetzes ernst nehmen. Die Menschenwürde ist unantastbar und das ist eben die Aufgabe des Staates und der Justiz, diese Unantastbarkeit zu schützen.